Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um eins eurer Lieblingsthemen und zwar Zellulite. Ich bekomme täglich wirklich Nachrichten zu diesem Thema. Frauen, die anfangen wollen mit Sport, weil sie Zellulite haben. Frauen, die sich unwohl fühlen im Körper wegen der Zellulite. Und ich lese euch mal eine dieser Nachrichten vor, damit ihr besser versteht, was so im Kopf einer jeden Frau vorgeht. Wenn du selbst eine Frau bist, dann ist dir dieses Thema mit Sicherheit schon mehr als bekannt. Ich lese mal vor. Hey, ich liebe deine Videos. Die sind einfach so motivierend und informativ wie bei niemandem anderen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich unfassbar über solche Nachrichten. Da du das mit den Zellulite in deiner Story angesprochen hast und viele damit zu kämpfen haben und es noch als schlimm ansehen, magst du da vielleicht drüber sprechen? Das wäre so toll. Eine Freundin sagt, ich mache was falsch, weil ich seit 5 Jahren Krafttraining betreibe und trotzdem Zellulite habe. Das ist verletzend und ich würde ihr gerne Fakten auf den Tisch klatschen, da sie auch nur wegen Zellulite mit dem Sport anfangen möchte. Ja, Leute, da seht ihr mal, the struggle is real. Zellulite ist halt einfach für viele so ein Thema, da spricht man nicht gerne drüber, da schämt man sich für und die Ursache davon ist natürlich auch ganz klar, dass Zellulite nämlich einfach gesellschaftlich und besonders halt auch in der Fitnessszene zumindest für einen längeren Zeitraum als etwas sehr Schlechtes, das man bekämpfen sollte, dargestellt wurde. Also etwas, das ja unattraktiv ist, etwas, wogegen etwas unternehmen werden muss, beispielsweise mit ja, potenziell helfenden Fettmitteln oder Antizellulite-Cremes oder Antizellulite-Pillen, was man tatsächlich sogar noch heutzutage auf dem Markt findet, besonders auch in anderen Ländern. Mal ganz kurz an dieser Stelle ein paar Fakten. Ungefähr 80-90% der Frauen, sagt die Wissenschaft, haben in ihrem Leben irgendwann mal mit Zellulite zu kämpfen. Das wird natürlich mit dem Alter irgendwann extremer. Allerdings ist es halt auch bei vielen jungen Frauen ab der Pubertät einfach so, dass sie Zellulite haben. Und das ist etwas ganz Normales, denn das hat mit der Bindegewebsbeschaffenheit von Frauen zu tun. Und zwar ist es bei uns so, das habe ich übrigens auch noch mal in einem anderen Video detaillierter erklärt, dass unsere Kollagenfasern unter der Hautoberschicht sozusagen parallel zueinander angeordnet sind. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so Fäden, die halt nebeneinander unter eurer Haut sitzen und unterhalb dieser Kollagenfasern liegen dann Bindegewebskammern sozusagen und da wiederum befinden sich Fettzellen drin. Und manchmal ist es so, dass diese Fettzellen durch diese Kanäle, die durch die Kollagenfasern entstehen, nach oben wandern und man dann eben so ja, dellenartige Ausprägungen an der Hautoberfläche sieht. Und das ist Zellulite. Diese Bindegewebszusammensetzung hat übrigens jede Frau. Die unterscheidet sich auch von der von Männern, denn Frauen sind dazu in der Lage, Kinder zu gebären. Guess what? Und diese Zusammensetzung des Bindegewebes wiederum ermöglicht es der weiblichen Haut, dass sie sich halt einfach mehr dehnen kann und wieder zurückbilden kann. Beim Mann ist das nicht so, da sind die Kollagenfasern überkreuzt. Bei der Frau allerdings, wenn es zu einer potenziellen Schwangerschaft kommen sollte, dann kann das Bindegewebe sich eben extrem daran anpassen, an den körperlichen Zustand. Und genau das macht halt unsere Haut besonders. Es ist also etwas ganz Normales. Jede Frau hat das. Dieses Bindegewebe ist ganz normal. Genauso wie jede Frau auch eine Vagina hat. Genauso wie jede Frau auch Brüste hat. Genauso wie jede Frau andere Dinge hat, beispielsweise Eierstöcke, haben wir eben halt auch ein Bindegewebe, das für Zellulite anfälliger ist. Sag ich mal, anfälliger ist ein sehr negativ behaftetes Wort. Aber wir haben einfach eben, ja, Zellulite, die die Männer vielleicht eben nicht haben. Und jetzt kommt der springende Punkt, Leute. Ihr kämpft und kämpft und kämpft gegen die Zellulite, weil ihr immer das Gefühl habt, es ist so eklig, es ist hässlich. Ihr seht Bilder von euch am Strand und denkt euch, die Zellulite. Aber wir vergessen dabei, dass es halt einfach ein ganz normaler Teil von uns ist und dass wir dagegen auch nicht wirklich etwas machen können. Klar, es gibt Aspekte, die Zellulite noch ein bisschen schlechter machen können, wie zum Beispiel Rauchen oder eine schlechte Ernährung oder auch ein höherer Körperfettanteil. Wenn die Fettzellen mehr gefüllt sind, dann kann man Zellulite halt einfach mehr sehen, wenn dann mal so eine Fettzelle nach oben wandert. Aber grundsätzlich, so im Großen und Ganzen, werdet ihr eure Zellulite nie wegkriegen. Und ich habe früher auch gedacht, ja klar, wenn ich ein bisschen Sport mache und so und die Muskulatur mich strafft, dann geht meine Zellulite weg. Aber nein, nicht mal in der Wettkampfdiät, als ich dann auf 7-8% Körperfett war, ist meine Zellulite komplett weg gewesen. Ich habe sie immer noch gehabt und an dem Punkt habe ich mir dann einfach gedacht, ja gut, dann ist es halt so. So diesen Druck und dieses Leiden, immer meinen Körper verändern zu wollen, nur weil mir da so eine kleine Sache beigebracht wurde, nicht zu mögen durch unter anderem die Medien etc., das ist es einfach nicht wert. Und dieser Verlust an Lebensqualität, den möchte ich nicht haben. Ich trainiere jetzt mittlerweile seit auch 6 Jahren. Das Mädchen, das mir geschrieben hat, trainiert seit 5 Jahren, hat auch ihre Zellulite nicht wegbekommen können. Und Leute, ich kann euch sagen, ich habe meine Zellulite auch nicht wegbekommen. Da hat sich kein Stück etwas verändert. Bei dem einen oder anderen mag das vielleicht passieren, auch durch den Körperfettanteil, der dann halt geringer wird. Wie gesagt, das ist total individuell von Person zu Person. Aber für die meisten Frauen wird das Gleiche gelten. Die Zellulite
wird sich nicht von euch verabschieden. Also hier nochmal die Fakten, damit du es deiner Freundin auf den Tisch klatschen kannst. 80-90% aller Frauen haben Zellulite. Es ist etwas ganz Normales. Wir haben es von Geburt an. Unser Bindegewebe sorgt dafür, dass wir Zellulite in besonders ausgeprägter Form haben. Und dieses Bindegewebe wiederum ist ein Geschenk, denn dadurch ist unser Körper extrem anpassungsfähig. Und wir können zum Beispiel ja, in der Schwangerschaft einen riesengroßen Bauch bekommen, damit darin ein Kind Platz findet. Du kannst gegen Zellulite nur wirklich bedingt etwas machen, beispielsweise durch eine gesündere Ernährung. Deckst du alle deine Mikro-Makronährstoffe ab etc. By the way, 10% mit Code Leonie natürlich bei Rocker Nutrition. Du kannst Sport machen, damit deine Muskulatur und sozusagen dein Gewebe strafft. Aber bei den meisten Frauen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, wird auch das nichts bringen, weil der Körperfettanteil einfach gleich bleibt, vielleicht sogar mit einer Massephase beispielsweise wächst und die Zellulite halt einfach, wie gesagt, nicht unbedingt durch den Körperfettanteil bedingt ist, sondern halt einfach durch die Bindegewebsbegebenheiten. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehst du damit um? Was machst du daraus? Und für mich war es ganz wichtig, einfach zu realisieren, es ist ein Teil von mir. Genauso wie ich auch Augen und eine Nase und einen Mund habe, ist Zellulite einfach etwas, womit ich geboren wurde, sozusagen. Klar, was dann halt erst ausgeprägter kam, als ich in die Pubertät gekommen bin und so, als ich eine Frau geworden bin. Aber es ist ein Teil von mir. Es war von Anfang an da und es würde auch immer da sein. Genauso wie ja, jedes andere Körperteil von mir. Warum sollte ich es dann nicht so akzeptieren, wie es eben da ist? Das Einzige, was Zellulite zu etwas Negativem macht, sind die Bilder in den Medien beispielsweise. Klar, man sieht halt immer einfach perfekte Körper, retuschierte Körper. Ich meine, schaut euch an, was es für eine Flut an Apps dafür gibt, um seine Zellulite direkt zu retuschieren. Und ich sage es euch, in Deutschland ist es tatsächlich schon so, dass, sage ich mal, diese Akzeptanz der Zellulite relativ halt vorausgeschritten ist. In Südamerika werden noch reihenweise Antizellulite-Cremes etc. verkauft. Man lässt sich dafür unters Messer legen und so. Also die Leute sind da wirklich total fanatisch und arbeiten gegen ihre Zellulite. Und ich finde es halt einfach unfassbar wichtig zu erkennen, Zellulite ist nichts, was wir loswerden wollen. Nein, Zellulite ist im Endeffekt etwas, womit wir geboren sind. Das ist Teil unseres Körpers und vor allem ist es etwas, was uns zu einer Frau macht und uns mit besonderen Fähigkeiten ausstattet. Also lern deine Zellulite lieben, lass dir von niemandem erzählen, es gäbe irgendein Wundermittel etc. Man kann ein bisschen verbessern, ja, aber auch wenn du jahrelang Krafttraining machst, eine schlechte Veranlagung hast, dann wird die Zellulite trotzdem nicht weggehen. Such dir stattdessen etwas, was dir wirklich Spaß macht an Sport, wo du auch langfristig dranbleiben kannst. Dann hast du eventuell irgendwelche Verbesserungen zu erwarten. Aber bitte mach es nicht aus dem Grund, dass du deine Zellulite loswerden möchtest, denn das kann dir keiner versprechen. Ansonsten, Leute, hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, es ist immer so ein brisantes Thema. Also lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Hat sich bei euch am Körper etwas verändert, seit ihr mit dem Sport angefangen habt? Habt ihr weniger Zellulite bekommen? Ist sie da geblieben? Wovon ich in den meisten Fällen ausgehe. Ist sie vielleicht sogar mehr geworden? Was habt ihr dort an euch persönlich wahrgenommen? Und was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Wie steht ihr dazu? Akzeptiert ihr sie? Akzeptiert ihr sie nicht? Und ansonsten, Leute, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video.